muschig sind, beziehungsweise christlich. Es wird jetzt wahrscheinlich auch so bleiben. Ich habe jetzt in den letzten Tagen ein bisschen rumexperimentiert. Wir waren ja hier schon an der Stelle. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen erzählen. Und da kommen gleich die ganzen Skelette angerannt. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ich ein bisschen experimentiert habe. Ich hatte jetzt gestern schon mal Serious Sam aufgenommen. Allerdings war die Aufnahme dann sowas von rucklig. Das konnte keiner gucken. Deswegen nehme ich es lieber in Kauf, dass die Aufnahmen ein bisschen rauschig sind. Wie gesagt, es ist qualitätstechnisch nicht unverbrochen besser. Aber es läuft flüssig. Das liegt auch so ein Stück weit gerade mit an den Temperaturen draußen. Denn bei 40 Grad sagt auch mein alter Rechner hier, nö, lass mal. Den Spaß tue ich mir nicht an. Und da kann ich ihn auch voll verstehen. Und wir rennen jetzt schon wieder gerade voll in die ganzen Skeletthorden rein. Und vor allem, ja genau, das ist es nämlich. Skelette, meine Lieblingsgegner, wie immer. Ja, jetzt hört doch mal auf, Leute. Ich weiß, dass ihr viele seid. Wir haben gleich schon wieder keine Minigun-Muni mehr. Es ist schon wieder nicht feierlich. Wir rennen hier wie blöd rum. Wir müssen uns mal unbedingt die Munitionskiste holen. Halt das Skelett. Ja, haben wir. Lass mich mal ganz kurz an die Muni ran, bitte. Danke. Gerade geht's. Ja, auf jeden Fall hat das, das kann ich also ganz nebenbei noch erzählen, während wir hier noch versuchen, kurz und kurz die letzten Skelette aus dem Spiel zu nehmen. Das hat auch so ein Stück weit was jetzt mit Schlacht in Mittelerde zu tun. Da hatte ich ein bisschen getestet und im ersten Testlauf waren die Aufnahmen auch sehr ruckelig und da hatte ich sozusagen die Prozessorvorauslastung vom Aufnahmeprogramm ein bisschen runtergesetzt. Und dadurch ging es tatsächlich ruckelfrei. Einziges Problem an der gesamten Sache ist nur, wir machen mal kurz schnell speichern. Wir haben halt ein bisschen Verlust in der Quali dadurch. Achso, da ist noch ein Skelett. Ein einzelnes aber. Ja, deswegen, wie gesagt, wir waren schon hier. Also ich war zumindest gestern schon hier an der Stelle. Und ja, wie gesagt, das Ruckeln in den Aufnahmen hat sich dann erst gestern beim Rendern so richtig gezeigt. Was sehr, sehr schade ist. Und damit werden wir einfach die Session nochmal neu spielen. Das ist ja kein Problem. Wir kriegen das ja auch irgendwie hin. Und ja, lange ging die Session sowieso nicht. Von daher passt das gerade, dass wir das heute einfach normal spielen können. Und es macht ja auch Spaß. Also es ist ja nicht so, dass Serious Sam keinen Spaß macht. Und hier fliegt gerade irgendeine Vieh rum. Au, wartet mal, Skelette. Hier flog mir gerade irgendein Vieh um die Augen. Wahrscheinlich ein Flieger. Oder irgendwas. Kommen da noch welche? Nein. Gott, Skelette, ihr seid fällig. Ah, es ist schön, dass wir die so in Reihe jetzt mit der Kanone gerade erledigen können. Die Kanone ist eine Wunderwaffe. Sage ich immer wieder. Oh, ich wollte einfach nur speichern. Die Kanone ist wirklich eine Wunderwaffe. Gegen diese Horden an Gegnern. Da kommt noch ein Rucksack. Jetzt können wir nochmal speichern. Ja, das, oh, Bullen. Euch hört man von Weitem. Jetzt kommt ein sehr interessanter Teil. Wie gesagt, ich war gestern schon an dieser Stelle. Ich glaube, hinten auch noch welche. Ja. Vielleicht drei in Reihe. Und solange die jetzt in Reihe hier erscheinen, soll das nicht unbedingt das Problem sein. Aber sie müssen auch in Reihe kommen. Das muss er auch erwischen. Sonst wird's nichts. Kurz abspeichern. Vielleicht sollte man die Munikiste gleich mal nehmen. Oh, hier liegen gleich mal Berge von Bullenleichen. Bah. Gitti, gitti, git. Ja, ich höre sie zwar, aber wo? Ach, da hinten. Ja, ja. Schön in Reihe, bitte. Ich sagte in Reihe. Danke.
will nicht extra Kanonenmuni dafür verbraten. Wo sind sie? Dort? Ich glaube, sie kommen auch noch von woanders. Ich weiß es gerade echt nicht. Oh, verdammt. Ja, da drüben. Wie gesagt, Berge von Kanonenkugeln will ich dafür jetzt eigentlich nicht ausgeben. Aber wir müssen es. Offensichtlich, dass wir die auch alle aus dem Spiel nehmen können. Da kommen noch mehr. Ah. Die Stelle ist Wahnsinn. Das ist halt so eine richtige Arena. Aber ich glaube, so mit einer Unmenge an ankommenden Bullen kennen wir uns ja mittlerweile aus. Wer sich an die Folge erinnert. Mit den unzählbaren Mengen an Skeletten und den paar Bullen, die da immer erschienen sind und uns ja, ziemlich aufgebockt haben in Memphis. Okay, kurz durchatmen. Kurz Muni holen. Oh, verdammt, jetzt kommen sie von allen Seiten. Jetzt können wir nur versuchen, dass wir in Reihe irgendwas hier aus dem Spiel nehmen. Ich glaube, die laufen jetzt im Kreis. Au, 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 das hat dolle weh. Oh, verdammt, oh, verdammt, Leben, Leben, wir brauchen mal Leben. Lass dich mal ganz kurz ans Leben ran, danke. Au. Wow. Gut, jetzt auch nicht noch. Hui. Kurzer Moment des Durchschnaufens. Ein ist auch noch was gespawnt. An Leben, das muss man gleich mitnehmen. Munikiste brauche ich jetzt gerade mal nicht. Und da höre ich es trampeln. Da höre ich es gerade mächtig trampeln. Ein Biomechanoid. Ach nein, 6 Stück wahrscheinlich. Oder die Kugel war voll daneben. Weg von dir aus dem Spiel. Wir müssen sie eben mit der Kanonenkugel ziemlich genau treffen. So, noch jemand jetzt gerade. So ganz nebenbei. Da ist ein kleiner Biomechanoid. Da hinten sehe ich ein Schild. Scheint ein Geheimnis zu sein, also denke ich mal. Irgendwie, wenn der so alleine da hinten versteckt ist, das lockt einen schon durchaus an, aber irgendwie gefällt mir das nicht, da reinzugehen, ich weiß nicht. Ist eine ziemlich komische Angelegenheit. Und jetzt kommen diese ganzen Biomechanoiden. Es fliegen jetzt gerade so dermaßen viele Laser um die Ohren. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir dem Ganzen hier ausweichen. Aber funktioniert gerade ganz gut. Das einzige Problem ist nur, dass wir gerade keine Rüstung mehr haben. Was jetzt... Oh, großer Biomechanoid. Haben wir den? Ja, den haben wir. Den haben... Oh, Raketen. Haben wir auch. Nummer 3 ist auch im Kasten. Ja, dadurch, dass die ganzen kleinen Biomechanoiden... Ah, oh, verdammt. Dadurch, dass die ganzen kleinen Biomechanoiden halt ihre ganzen Laser schießen, haben wir halt dahingehend echt ein kleines Problem, weil wir ständig ausweichen müssen. Aber ihr seht, die Stelle... Oh, die Kugel kommt zurückgerollt. Auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir bloß gucken, wann erscheinen die Großen. Wann müssen wir zusehen, dass wir auf die Schnelle hier irgendwie hier wegräumen. Scheint sich noch keine zu zeigen. Auch zumindest nicht aus den Höhlen hier rauszukommen. Da ist der erste Große. Den haben wir auch erledigt. Da kommt der zweite. Oh, das war nicht... Doch, das war drin. Ja, die Kugel war jetzt nichts. Ist drin. Okay, da ist Nummer 3. Wir haben gerade echt was abgekriegt. Das waren 2 kleine. Der. Der. Ah, Laser. Jetzt kommt der Moment, wo uns nur noch Laser um die Ohren fliegen. Au.
kannst du teilweise aber auch echt nicht ausweichen. Zumindest nicht schnell genug. Ich glaube, die Kugel war jetzt daneben. Die war drin. Ah, die scheint daneben. Wow, von hinten. Dann nehmen wir noch das Leben mit. Da ist noch ein kleiner. Da ist noch einer. Wir halten sie recht gut zurück gerade, aber es fragt sich echt, wie lange. Da ist nämlich wieder ein großer. Da ist auch noch ein großer. Fragt sich bloß, wo Nummer 3 bleibt dort. Den kleinen nehmen wir mit. Oh, der war nicht drin. Also der war schon drin, aber nicht genau gezielt. Da kommen die nächsten Kandidaten angelaufen, hinten auch noch. Oh, jetzt wird's interessant. Ach nein! Die Kanonenkugel hat genau eine Rakete getroffen. Oder? Ne, es sah jetzt so aus. Es scheint aber Raketen durchgegangen zu sein. Können wir den Kleinen da hinten noch? Jawohl. Da hinten ist noch einer. Da ist jetzt gerade mal Luft. Mal ganz kurz durchatmen. Da erscheint jetzt noch was. Skelette. Na, wir müssen das, glaube ich, jetzt mal mit Kanonenkugeln regeln. Tut mir leid, Skelette, dass ich jetzt mal nicht die Minigun auspacke, aber da hinten ist noch ein Biomechanoid. Das ist jetzt mal ganz unkonventionell, die Kanone, was wir benutzen. Aber ihr seid mir gerade echt zu viel des Guten. Und es scheint... Oh ja, ich wollte gerade sagen, es scheint ja auch zu funktionieren. Nein, tut es nicht. Das war eher weniger was. Nochmal. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die Skelette. Und da hinten ist noch der Biomechanoid, den nehmen wir einfach mal raus. Ah, es werden jetzt Horden von Skeletten, die uns jetzt zu Leibe rücken wollen. Und schön, die Kugel ging da zwischen den beiden durch. Wow. Das hat zwei erwischt. Wow. Ich glaube, ich muss da mal so langsam Muni holen. Kurzer Moment zum Durchatmen. Sieht danach aus. Das Einzige, was jetzt hier explodiert, sind unsere Kanonenkugeln. Das stört jetzt aber... Die Tore öffnen sich. Oh, zum Glück. Wow, wir haben die Arena geschafft. Jetzt können wir uns mal da hinten diesem Schild widmen. Der uns da schon die ganze Zeit anlächelt. Ich gucke mich jetzt hier bloß mal ganz kurz um. Wie gesagt, hier flog irgendein Vieh lang. Aber es scheint weg. Ja, hier ist noch so ein einzelner Schild. Ich meine, eine Rüstung. Überraschungsfalle aktiviert. Tatsache. Toll. Papiermechanoiden. Paar kleine. Erledigt. Kommt da jetzt noch was? Nee, scheint erstmal nicht so. Dann nehmen wir noch die Munikiste hier mit. Da vorne sehe ich, glaube ich, ein Serious Pack. Oder? Ja, Tatsache. Ich speichere das nochmal ab. Da sehe ich auch Leben. Welche Zwischensequenz jetzt auf uns wartet. Oh, hi. Ja, wen haben wir denn da? Das finde ich jetzt nicht gut, dass du hier einfach mal die Ruinen des alten Ägypten zerstörst. Freund Blase von Dämon mit Hörnern oder was auch immer du bist. Kann das sein, dass der ziemlich groß ist? Okay, er ist verdammt groß, glaube ich, oder? Well, you're a big one, ain't you? Ein bisschen zu viel Kraftfutter, ja. Scheint so. Oh, verdammt!
Oh ja, der ist riesig. Ich sehe da hinten irgendwas Blaues. Es scheinen Biomechanoiden zu sein. Mit Bullen. Also ich glaube, es gibt nur zwei Optionen jetzt gerade. Das ist entweder die Flucht nach vorne oder nach hinten. Und dem in die Arme rennen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Das heißt also, wir sehen mal zu, dass wir nach vorne kommen. Oh ja, verdammt, ist der riesig. Kann man dir mal ein paar Kanonenkugeln kredenzen? Okay, Bullen. Von zwei Seiten. Verdammt, verdammt. Komm noch mehr. Komm noch mehr. Mit den ganzen Biomechanoiden macht sich das kein Stück besser gerade. Au! Wurde getroffen. Okay, wir. Da kommen noch mehr. Okay. Ah, verdammt. Skelette. Wollt ihr mir jetzt noch den Eingang hier verwehren? Kanone ist leer. Jetzt wird's schwierig. Skelette, könntet ihr mal ganz kurz mich in Ruhe lassen? Ich muss das mal ganz kurz begreifen, was hier gerade abgeht. Da ist eine Rüstung da drüben. Und da kommt das Raumschiff offensichtlich. Das ist ja jetzt nicht der Platz, um den zu kämpfen, oder? Ich habe jetzt gerade keine Kanonenkugeln mehr. Das finde ich sehr, sehr ungünstig. Achso, da kommen auch noch. Da drüben ist eine Munikiste. Lass mich doch mal. Okay, wir nehmen die Rüstung jetzt schon mit. Verdammt, verdammt. Okay, ich glaube, die Rüstung ist schon wieder so gut wie runter. Aber wir haben wieder Kanonenkugeln. Zwar nicht viele, aber immerhin besser als gar nichts. Weil mit der Kanone machen wir Schaden tatsächlich. Skelette. Au, da kam wieder Feuerkugel. Ja, die werden wir gleich mal... Oh, verdammt. Ganz dezent runtergefallen. Hey, Skelette. Hey, kommt mir mal hinterher. Und verdammt, ich möchte nicht zertrampelt werden. Pass mal auf, das ist nett, dass du jetzt auf mich schießt. Aber bitte zertrampel mich wenigstens sicher. Und dieser Herz. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen Skelette... Ich sag doch, zertrampel mich bitte nicht. Ach. Jebi, ich hätte speichern sollen. Okay. Ja, na dann, komm her. Oh, verdammt. Wie gesagt, die Biomechanoiden können wir von Weitem mitnehmen. Das ist ja nicht das Problem. Bei den großen Biomechanoiden müssen wir mal sehen. Auch scheint drin gewesen zu sein. Munikiste. Da erscheint doch jetzt noch mehr, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, Bullen auf jeden Fall im Anmarsch. Davon einige. Das Problem ist so von zwei Seiten, aber auch noch. Wir haben halt noch einen extra großen Gegner im Nacken, was ich nicht sehr toll finde. Er hat jetzt gedenkt, auf die Pelle zu rücken. Und der Biomechanoid hier vor uns ist jetzt auch gerade nicht sehr hilfreich. Wow, das war knapp. Ja, jetzt war es nicht mehr knapp. Au, 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 au. Okay, okay, okay. Wir müssen, glaube ich, jetzt langsam uns ein bisschen beeilen.
weil der hinter uns ja auch gelaufen kommt und ich jetzt gerade keinen Überblick habe. Er hat noch ein paar Meter, aber trotzdem. Holen. Oh, verdammt, wo kommst du denn her? Ach, und da hat der Biomechanik uns zerschossen. Schade. Ärgerlich, ärgerlich. Oh, nochmal das Ganze. Well, you're a big one, ain't you? Das ist jetzt gerade echt nervig. Das ist die große Pyramide offensichtlich. Da hinten sehen wir diverserlei Biomechanoiden. Und ein paar Bullen, die da... Wo kommst du denn jetzt schon her? Wie gesagt, und ein paar Biomechanoiden, die uns das Leben jetzt schwer machen wollen. Trifft die Kanonenkugel? Es scheint getroffen zu haben. Wir nutzen mal ganz kurz den Moment. Während wir gerade mal kurz Luft haben. Ah, verdammt, die wollen aber auch nicht hier in Reihe erscheinen. Dass wir die echt gerade nicht loskriegen. Dass wir die nicht mal in Reihe aus dem Spiel nehmen können, die Bullen. Okay, unser Gegner hat jetzt die Schwelle überschritten sozusagen. Zumindest ist seine Lebensleiste da. Das ist jetzt der Moment, an dem wir anfangen sollten, hier aufzuräumen. Okay, kurz speichern. Biomechanoiden haben wir weg, die kleinen. Da hinten ab. Ah, da ist noch einer. Da kommt auch noch einer. Da kommen große Biomechanoiden. Haben wir den nicht gekriegt? Jetzt haben wir ihn. Kommen noch Bullen, ich weiß noch nicht wo. Okay, jetzt. Oh. Aua. Okay, wir scheinen oben. Minigun auspacken, Skelette. Die Horde an Skeletten. Nochmal aus dem Weg nehmen. Komm jetzt unten. Ne, komm von hier oben. Im Dreierpack jeweils. Angelaufen. Au, au, au. So weit war ich jetzt noch nicht. Mensch. Au. Die Skelette. Wo seid ihr? Ich höre euch doch. Unten. Da kam auch unsere Selbstmörder. Ach, unten läuft das Skelett noch lang. Au, 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 au. Verdammt. Kanone leer. Offensichtlich. Wo ist das Ende? Keine Ahnung. Warum nehme ich jetzt eigentlich... Was tue ich? Raketenwerfer könnte helfen. Au, au. Weil Skelette im Anmarsch sind. Dafür sollten wir uns vielleicht die Minigun-Muni noch aufsparen. Wir haben hier noch, wow, diverserlei Skelette erscheinen. Au, 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 au. Oh, verdammt. Das ist jetzt nochmal knackig. Laser. Mal gucken, ob der jetzt was bringt gegen den. Es ist so wenig, dass wir im Endeffekt gar nicht drüber reden brauchen. Also muss die Kanone her. Sehe ich ja, wie viel. Was ist das? Da haben sich Tore geöffnet. Ja, Kollege, pass mal auf. Wir verschieben das vielleicht mal auf später, ja? Ich bin da mal kurz weg. Tatsache. Was denn jetzt?
uns hat sie hochteleportiert. Cool. Jetzt müssen wir wahrscheinlich einzeln gegen ihn kämpfen. Hey, nicht blitzen. Hey, was sind das für Dinger eigentlich? Ah, das sind Portale. Müssen wir da reinspringen? Ja, wahrscheinlich, oder? Diese Kugeln nehmen wir mal raus. Ah, und hier sind Sprungfelder. Also, los geht's. Tatsache. Einmal rein mit uns. Ach, das Raumschiff ist auch da. Mensch. Wo ist denn das nächste Ding? Dort? Er ist halt auch riesig, ne? Hier ist noch eine Rüstung, das finde ich ganz gut. So, nächstes Portal. Oder? Ja, ist aktiviert. Also ich hoffe, dass das den Kampf gegen ihn jetzt ein bisschen erleichtert. Weil, oder es spawnt halt neue Rüstung und neues Leben. Sonst haben wir das große Problem. Muni brauchen wir. Portal Nummer 3. Der springt fast drüber. Müssen wir uns ein bisschen bremsen. Ja, lass mal mit deinem Laser. Lass mal. Ich habe auch noch das hier. Das, was eigentlich immer am besten gegen dich hilft. Oh ja, das Portal schon. Ein Herz. Sehr gut. So, letztes Portal offensichtlich. Mal gucken, was es jetzt bringt. Ja, es scheint nicht viel gebracht zu haben, oder? Mal jetzt mal sehen. Oh, ein Laser aus dem Raumschiff, was ihm Schaden macht. Ich glaube, wir müssen nur noch mal draufheizen. Es war jetzt knapp, aber er ist tot. It ain't the size that matters, it's how you use it. Ja, so ungefähr, ne? Der ist weg. Und da ist ein Laser. Ey, da würde ich da jetzt aber nicht reinrennen. Der hat gerade den Dämon zerstört. Oh! Geronimo! Ins Raumschiff. Und damit sind wir im Raumschiff drin. Wie erwartet. Erstaunlich. Das ist echt erstaunlich. Ja, da fliegt's halt weg. Ja? Dann müssen wir uns jetzt wahrscheinlich... Oh? Aus einem Münztelefon telefoniert? We're sorry. It is not necessary to dial a one when calling this number. What the? Will you please hang up and try your call again? Not again. Jetzt probiert das nochmal. Was? Yeah, this is Sirius Sam calling for mental. I guess you're not home right now. I have a special delivery package for you. I'll be there soon to give it to you in person. I'm on my way over right now. Thanks. Bye. It's time for bed, kids. Cartoons are over. Was? Cartoons are over? Fortsetzung folgt! Wie jetzt? Wir sind durch? Wir haben's geschafft. So weit war ich gestern nicht. Ich war nur bis zu der Stelle, wo wir dann hingerannt sind und da habe ich schon ewig gebraucht. Ja, damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet, muss ich sagen. Das war, meine Freunde, Sirius Sam HD, The First Encounter, der erste Kontakt. Ja, ich bin jetzt gerade geflasht, das war's. Also den großen Dämon kannte ich schon, ja, und wir sind ja auch fast bis an die Pyramide rangekommen gestern. Also ich zumindest. Aber dann hatte ich auch aufgehört, weil es ging nicht mehr. Ich hatte es einfach nicht geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Und das mit einem ziemlich guten Durchritt. Ja, Mensch, das war das Let's Play. Es war echt lustig. Also es war ziemlich lustig.
Ich habe, wie gesagt, immer nur Serious Sam 2 gespielt. Das kannte ich. Aber First Encounter und dann Second Encounter, was wir vielleicht auch bald spielen werden, habe ich nicht gespielt. Tatsächlich. Ja, es hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Tut mir leid, dass in letzter Zeit so ein bisschen die Aufnahmen ein bisschen grisslich sind. Wie gesagt, ich habe es gestern genau andersrum probiert. Da war es nicht mehr schaubar. Deswegen scheint es jetzt nicht ganz so qualitativ gut, aber es läuft flüssig. Hoffe ich. Werde ich dann beim Rendern sehen. Tja, das Einzige, was ich dann dazu sagen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich immer über Likes und über Kommentare, wo ihr auch natürlich Spielwünsche äußern könnt. Was wir mal an alten Sachen so auspacken können. Soweit es technisch möglich ist, natürlich. Tja. Und wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch bald in einem weiteren Let's Play. Und ihr seht jetzt nochmal die Statistik. Ein Geheimnis haben wir gefunden, das war das mit dem Schild. Und geschätzte Zeit 40 Minuten für das Level. Das ist erstaunlich. Aber wir haben es geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in einem weiteren Let's Play. Bis dahin. Ciao.